Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Sword of Mana und dem wahrscheinlich nervigsten Boss bisher im Spiel. Na, das gucken wir uns natürlich jetzt mal weiter an. Und ich hasse dich so sehr. Okay, das ist glaube ich tatsächlich die beste Methode. Nein, ist es nicht. Wow, ist der nervig. Ja, wir wollen nicht auf Französisch spielen. Das versteht doch kein Mensch. Ja, komm, ist gut. Ja, unser erster Tod tatsächlich. Meine Güte. Ja, doch, ich möchte das ganz gerne haben. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das hier und ich bleibe beim Lichtgeist. Ja, genau. Okay. Ich glaube, nach dieser Stelle speichere ich nochmal kurz. Einfach damit wir uns das hier nicht doch mal antun müssen. So. Okay. So. Ja, möchte ich bitte. Sehr gerne. Danke. Wow, der Boss. Das Boss, echt. Ich hoffe, mit dem Schwert komme ich weiter. Weil ich denke mal, so die Methodik ist gut. Hier in der Mitte warten, dann dahin. Ja, ich glaube an sich ist das die beste Methode. Ja. Ja, das klappt wunderbar. Die Musik ist immer noch geil. Okay. Das war doof. Dann kann ich auch hier stehen bleiben. Fliegt er wieder rum. Und hinter ihm. Dann schnell heilen. Okay. Schön kritischen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Du bist doch ein mieses Stück. Okay. Das war schlecht. Kann ich mich aber nochmal heilen. Das war auch schlecht. Okay. Nein, auch noch verwirrt. Okay, nee. Verwirrt ist ganz schlecht. Heilobjekte. Ah, okay, ich brauche Sternenkraut. Hallo. Och Gott, ist das nervig. Also die Attacken von ihm sind tatsächlich sehr nervig. Komm, hau ihm einfach schön ins Gesicht. Oh. Es war nicht so schwer, wie ich am Anfang dachte, sondern einfach nur anstrengend. Verdammter Mensch. Versetzt mir den Todesstoß. Nein, wir sind jetzt quitt. Willst du es nicht beenden, damit ich Angst und Schmerz entwinden muss? Welche Ironie. Nein, so meine ich das nicht.
Octavius, soll ich es für dich zu Ende bringen? Diese Stimme. Julius. Vergib diesen törichten Menschen. Dies ist ihre Vorstellung von Gerechtigkeit. Dich mit nichts als Schmerz am Leben zu lassen. Sei still, du weißt überhaupt nichts. Warum ziehst du nicht dein Schwert und erfüllst ihm seinen letzten Wunsch? Setz seinem Leid ein Ende. Aber ich... Nein, das kann ich nicht. Oder du könntest seine Wunden heilen. Ich habe hier ein Lebenselixier. Lass ihn davon kosten. Niemals. Ich bin der stolze Sohn der Medusa-Familie. Ich werde mein Schicksal selbst bestimmen. Junge, zögere nie, wenn du dein Schwert einmal erhoben hast. Wenn du dir nicht völlig sicher bist, hast du kein Recht, dein Schwert überhaupt zu erheben. Nicht zögern. Mit dieser Entschlossenheit wirst du dich vielleicht doch noch als würdig erweisen, das Mannerschwert zu führen. Ist er tot? Was für ein Narr. Seine Seele. Sie gehört nie her. Eine wohlgereifte, verbitterte Seele. Gewürzt mit tiefem Leid. Ich werde sie mit einem ausgezeichneten Chianti genießen. Was ist das denn? Was ist Chianti? Ja. Devius. Schwesterherz. Medusa. Amanda. Alles umsonst. Wir konnten niemanden retten. Meine Wut und Trauer über den Verlust von Amanda explodierten geradezu, als ich gegen Devius kämpfte. Aber dennoch verspürte mein Herz keine Befriedigung. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was Shiva meinte. Konnte ich nur jemals glauben, dass jemand wie ich das Mana-Schwert führen könnte? Turfu, ich würde gerne ein Lied singen. Für meine Schwester, auch für Lady Medusa und Herrn Devius. Spiele auf dieser Laute, Lester. Sie gehörte Lord Grants. Sie ist das liebste Erinnerungsstück von jemandem, der ihn sehr, sehr geliebt hat. Lesters sehnsüchtige Melodie echot durch die Stadt. Sie berührt die Herzen all derer, die sie hören. Selbst die Herzen derer, die nicht mehr unter uns weinen. Die Melodie erreicht selbst Schloss Grants. Herr Tofu, bevor ihr geht. Geh nur.
Dieser Mana-Geist nahm in Lady Medusas Herzen einen ganz besonderen Platz ein. Ich vertraue ihn euch jetzt an. Geht nur. Ich kann ihn nicht annehmen. Es ist in Ordnung. Bitte nehmt ihn an euch. Und erinnert euch an Lady Medusa, wenn ihr ihn benutzt. Aber... Bitte, nehmt ihn und geht. Ich will nicht, dass ihr meine Tränen seht. Genua. Hallo, ich heiße Luna und ich bin eine sehr moderne Dame. Modern, haha. Also achte auf deine Manieren. Schön, dich kennenzulernen. Lady Medusa hat große Hoffnung in dich und die Zukunft gesetzt. Die Zukunft. Und ich sage dir noch was, du kannst nicht ewig in der Vergangenheit leben. Du musst positiv denken und nach vorne schauen. Wenn du bereit bist, der Zukunft ins Auge zu sehen, werde ich mit dir kommen. Also, was sagst du? Du hast recht. Danke, Luna. Der Mondgeist Luna stieß sich dir. Entschuldigt, aber ich wäre gerne eine Weile allein, um meine Gedanken zu sammeln. Geht schon mal ohne mich vor zu Stasgarns. Tofu, ich werde hier auf Herrn Burgard warten. Du und Lester könnt ja schon vorgehen. Schloss Grants liegt hinter dem Jesmatal. Okay, versuche Burgard etwas aufzuheitern. Gehen wir, Lester. Lester hat sich dir angeschlossen. Okay, was auch immer Lester jetzt für eine Waffe hat, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir sind voll geheilt, oder? Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt noch einen weiteren Geist. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Und zwar noch genau zwei. Ich glaube, wir kommen sowieso langsam, aber sicher ein Stückchen Richtung Ende. Wir dürften jetzt die Hälfte überschritten haben, meine ich. Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, wir sind schon deutlich über. Genau, hier in der Stadt kann ich gar nicht testen, dementsprechend. Aber ich kann ja gerade in der Beschreibung gucken. Mugelmorphose, 3 MP. Das klingt total super. Moment. Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist total furchtbar. Oder ich warte kurz. Moment. Ich kann gerade gar nichts machen, deswegen. So, ging ja relativ schnell vorbei. Bin mal gespannt, was das hier für einen Zauber gibt. Das sieht großartig aus. Morphingas, ne? Okay. Nein, Luna ist definitiv nicht meins. Ich bleib erstmal bei Illumi. Beziehungsweise Wisp. Ist da noch was? Genau. Aber... Oh doch, es bringt was. Tatsache. Cool. Aber was bringt es? Bringt es etwa gar nichts? Ist hier noch irgendwo... ein Glitzerding? Nö, auch nicht. Ich glaube, da war mal eine Truhe, kann das sein? Aber wir haben ja schon gut was geplündert. Wir waren ja schon mal durchaus. Das ist schon eine Weile her, aber ich meine, da lag tatsächlich eine Truhe oder so. Keine Ahnung. Yes, doppelter Bogen. So, zwei Waffen fehlen auch noch. Ich denke, die nächste wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Oh, da haben wir ein Kaktushaus. Das werde ich einmal kurz nutzen.
komm, ist gut. Dann werde ich mal kurz hier was nachlesen. Dem Luftschiff. Süße Mädels Sven von Bösewicht mit Magie herumgeschubst. Wie furchtbar. Mir macht Angst und Bange, wenn ich nur dran denke. Das ist schon eine ganze Weile her, Luke. Wir sind nicht aktuell. Ich will noch mal ganz kurz was gucken. Und zwar mit anderem Material neu schmieden. Ich hätte doch gern mal hier was anderes. Die Bronzeklauen haben wir schon. Eisen, Marmor. Ach, wisst ihr was? Ich mach mir Marmorklauen. Hier hätte ich gern was anderes. Baobab-Bogen. 12 Angriff, das ist verdammt gut. Marmorbogen, das funktioniert so nicht, würde ich sagen. Ziel geht verdammt hoch. Aber der Baobab-Bogen sieht tatsächlich hervorragend aus und hat... Er hat elementaren Angriff. Na, von mir aus. Also mit dem Rest kämpfe ich eigentlich eher selten. Das hier mache ich mal zur Sicherheit, oder? Nee, mache ich nicht. Ich will noch mal ein bisschen Rüstung schmieden. Ich meine, hier hatten wir ja schon... Die Kyros hatten wir schon was Gutes. Denn hier? So ein Lederhut wäre cool. Glaube ich. Können wir nicht. Warum nicht? Ah, aus irgendeinem Grund können wir das nicht. Toll. Haben wir hier irgendwas? Ich hätte ja gern so eine Schurkenrüstung, aber nö, das geht scheinbar nicht. Oh, schaut euch das an. Elfenbeinstiefel. Die sind richtig gut. Ich glaube, ich mache mir Elfenbeinstiefel. Oh ja. Ich brauche dringend mehr Verteidigung und alles. Fäustlinge. Mache ich mir auch mal was Schönes. Oh, Fäustlinge. Das klingt sehr gut. Ja. Mache ich jetzt auch mal. Dann noch den Helm. Elfenbein sieht gut aus. Bronzeisen sieht auch sehr gut aus. Aber das hier ist sehr, sehr ausgeglichen. Ach, dann habe ich leider kein Elfenbein mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber ich meine, die Werte sind hervorragend. Das ist mir leider wert. So, der Bogen. Ups. Nee, ich wollte nochmal verbessern. Das war den Bogen. Was hatten wir hier noch? Skull Possum klingt gut. Jawohl. Okay. Das war's erstmal. Es ist mir eine Freude. Ja, das kann ich mir vorstellen. Beim nächsten Mal gucke ich irgendwann nochmal nach. Ja, irgendwie muss ich mir noch mehr Gemüse wachsen lassen. Ich meine, Obst haben wir jetzt eigentlich erstmal eine ganze Menge. Und ich hätte eigentlich auch mal ein bisschen verbraten können. Aber nee, danke. Lass mal. Dorf Minos. War hier nicht noch was zu tun? Dorf Menos? War mir nicht so? Ne, da hatte ich nochmal geguckt, aber... Hier war nichts. Ich wollte hier weiter in den Norden und dann... gab's hier doch den Sumpf. Boom! Was macht das Ding jetzt für einen Schaden? Das ist ja der Traum. Und wir halten deutlich mehr aus. Oh, das merkt man direkt. Okay. Hier lang. Irgendwo mussten wir in den Norden, das weiß ich nur. Ich frag mal den Weg. Ich
Probier mal ein paar von den neuen Waffen aus. Das heißt, die beiden. Ja. Das ist doch sehr schön. Okay. Ja, die Folge ist gerade mal vorbei. Und dementsprechend würde ich sagen, ich stelle mich nochmal so hin, dass ich weiß, hier lang geht's weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Tschüss.